Dieses Video ist unterstützt durch eine Produktplatzierung. Weiteres dazu in der Videobeschreibung. Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade mit dem lieben Jonathan zusammen. Hallo. Und wir haben an alle Schweizer was Schönes bekannt zu geben, denn Jonathan und ich werden zur Fantasy Basel fahren. Naja, in Basel. Yeah! Das ist eine Messe für Gaming, Cosplay, Film, TV-Serien und eigentlich alles drum und dran. Die findet, glaube ich, zum ersten Mal statt. Und die ist am 14. bis 16. Mai, also quasi nächste Woche. Und da fahren wir auch mal hin, denn die haben uns eingeladen, da hinzukommen. Da haben wir gesagt, jawohl, wir haben auch in den Podcasts in der letzten Zeit so oft über die Schweizer geredet. Also, ja, so Gutes. Nur Gutes über die Schweizer gehört. Von Peter haben wir echt nur Gutes über die Schweizer gehört. Und da haben wir gesagt, müssen wir auch mal hin. Und deswegen könnt ihr uns vom 14. bis zum 16. auf der Fantasy Basel treffen. Wir haben sogar Programm. Der erste Termin, den wir wissen, der ist am Donnerstag, dem 14. Mai, und zwar werden wir um 15.30 Uhr auf der Mainstage stehen, sitzen, ich habe keine Ahnung. Tanzen. Und, tanzen wäre auch super. Und da wird ein Q&A, ja, Question and Answer, das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen und wir werden die beantworten und ich hoffe, ich stelle keine bösen Fragen. Ja, natürlich nicht. Das gesamte. Was ist das für eine Unterhose? Eine schwarze. Boxershorts. Aha. Seht ihr, solche Fragen könnt ihr uns da stellen oder ja. Was weiß ich zu YouTube und weiß der Geier was. Das ganze Programm der Fantasy Basel ist voll gestopft. Also sowohl Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es eigentlich immer irgendwas zu tun, zu gucken oder sonst irgendwie was. Von daher, kommt vorbei. Wann die anderen zwei Slots sind, wissen wir noch nicht so ganz. Ja, also wir machen halt Freitag oder Samstag gibt's dann das Meet and Greet, also quasi sozusagen wahrscheinlich eine Autogrammstunde. Und dann Samstag oder Freitag, je nachdem, wir wissen noch nicht die Daten, dann ein Nintendo-Spielchen, ja, auf einer Nintendo-Bühne. Und da werden wir dann mit euch Mario Kart zocken. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Dann gibt's noch ein Meet and Greet, das heißt, da könnt ihr ein paar Bilder mit uns machen oder Autogramme kriegen oder whatever, was ihr von uns haben wollt. Wobei, nee, alles kriegt ihr wahrscheinlich nicht. Alles, was ihr von Chris haben wollt, hat kriegt er. Von Johnny. Was? Und dann zusätzlich werden wir noch auf der Nintendo-Bühne sein und da können wir dann zusammen gegeneinander Mario Kart zocken. Da werden wir wahrscheinlich Team Blau gegen Team Rot fahren. Wenn wir den Schweizer mal zeigen, wie das geht. Achso, ich dachte, du bist Team Rot und ich bin Team Blau oder so. Achso, ja, okay, dann zeigen wir halt Christian, wie es geht. Wie das aufgebaut wird, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, um wie viel Uhr das Ganze sein wird. Das heißt, das werden wir euch noch über Social Media mitteilen, hier Twitter und Facebook. Deswegen da die nächsten Tage mal ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten freue ich mich darauf. Genau. Und ich glaube, mein Basel ist gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze. Also wenn ihr auch irgendwo in Bayern wohnt oder so oder Baden-Württemberg, dann kann man ja vielleicht auch mal vorbeikommen. Ne? Denn Gamescom ist ja immer voll weit weg. Und wann war das letzte Mal Video Day? War ja in Berlin, das ist auch immer weit weg. Und ja, diesmal kommen wir mal in den Süden. Genau, sozusagen. Fand ich eine super Idee. Wenn ihr noch nie von dieser Messe gehört habt, folgt gleich noch ein kurzes Video, was die Messe uns zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, das Wetter wird schön. Ja, und wir werden dann auch noch irgendwann ein kleines Zusammenschneidevideo dann auch noch machen von Basel und der Basel Convention. Das wird es auch noch geben. Ja, falls ihr nicht kommen könnt, werden wir dann natürlich ein Video machen und euch unsere Eindrücke zeigen, wie es denn gewesen ist. Das gibt es natürlich auch. Und vielleicht YouTuber, wir müssen immer Vlogs machen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche und ich freue mich auf die Schweiz. Bin mal echt gespannt. Ciao. Tschüss. Imagine a world where nothing is impossible. Merging between real and fantasy. A fantastic experience. In May 2015, this becomes reality. Immerse in a place full of games. Movies, comics, and cosplay. Fantasy Basel, May 14th to 16th.